Selber Ort, nicht ganz dieselbe Uhrzeit, aber ich mache mir erneut Nudeln. Diesmal allerdings die Samyang Hot Chicken Flavor Ramen. Nicht two times spicy, aber komm schon, die Hälfte ist für einen Snack, ist für mich gerade richtig. Das heißt, es wird Wasser aufgesetzt. Aber ich wäre ja nicht Jonas Amazonas, was auch immer, wenn ich die einfach so plain essen würde. Nein, ich spice die dann noch so ein bisschen ab. Dazu brauchen wir dann erneut. Es ist fast das gleiche Gericht, WTF. Also ich hole mir noch Schinken dazu, in dem Fall aber Bacon. Strips. Mal sehen, ob ich die crispy oder ein bisschen weich koche. Ich mag beides. Und auf jeden Fall, was ich jedem empfehlen würde, auch wenn ihr zum Beispiel Fleisch nicht esst, dann Eier zu Ramen oder in dem Fall zu Soba. Das sind schließlich Bratnudeln und keine Suppe, keine japanische Nudelsuppe. Das sind die Soba-Nudeln, denke ich, oder koreanisch, was auch immer. Auf jeden Fall ohne Wasseranteil. Auf jeden Fall immer Ei dazu. Bombe. So, ich setze Wasser auf. Pause. Wenn das kocht, können wir die Nudeln reintun. Vorher sollte man allerdings die Tütchen aus der Packung nehmen. Oh Gott. Genau, die scharfe Soße und den Sesam und dann rein mit den Nudeln. Easy. Ich könnte natürlich jetzt den Speck und die Eier in einer Pfanne nebenher machen, aber so als Student hat man nicht immer den Luxus, man hat nicht Bock abzuwaschen, das ist alles immer viel zu viel. Machen wir den ultimativen Studenten-Ramen oder Soba-Lifehack und dann machen das alles in einem Topf. Ich hoffe, das funktioniert. Und in 5 Minuten sehen wir uns wieder. Ja, von wegen, 5 Minuten ab der Hälfte der Zeit kann ich eigentlich den Bacon schon mal reinmachen, damit er ein bisschen mitkochen kann. Klar, ich könnte ihn braten, aber wie gesagt, ich mag ihn auch, wenn er so ein bisschen einfach kocht, ein bisschen heller wird, ist auch nice. Ja, okay, ich habe es eben vorgelesen, da steht Hot Chicken Flavor Ramen drauf, allerdings ist es halt keine Suppe. Also ich bin ein bisschen verwirrt, was die Definition angeht. Ich dachte, das wären Sobas, aber was auch immer. Ich glaube, Sobas sind viereckige Nudeln von der Form her, das hier sind doch Ramen. Sieht ganz gut aus, es ist mir auch egal. Der Bacon sieht nice aus und ich versuche das jetzt mal abzugießen, einhändig, ohne mich zu verbrennen. Wünsche mir dabei ganz viel Glück mit dieser Contraption, die ich mir hier erdacht habe. Das müsste allerdings klappen. Yeah, boy. Oh. Verlass mich nicht, Kochlöffel. Ja, gut. Das geht auch. Ein bisschen Wasser muss ja eh drin bleiben. Das heißt, das war eigentlich perfekt. Und jetzt hole ich eben eine Schere und mache das da rein. Damit das hier auch natürlich wundervoll scharf werden kann. Und ja, dann hoffe ich, dass die Hitze die Nudeln nicht verbrennt, wenn ich gleich noch die Eier dazu mache. Und das hier noch gut verrühren. So, und wenn das gut verrührt ist, dann als nächstes, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr Bacon nehmen können. Das macht man halt nach Belieben. Und dann kommt noch ein oder zwei Eier dazu. Easy. Blab. So, und jetzt hoffen, dass die Nudeln nicht verbrennen, während das ein bisschen stockt. Ich mag das Eigelb, wenn es noch sehr recht flüssig ist, deswegen sollte das passen. Und dafür hole ich den Deckel und warte kurz, bis die Eier stocken. Das ist doch wunderschön, so muss das sein. Und so wollen wir das. Ist noch ein bisschen viel Wasser, aber passt schon. Und jetzt hoffentlich nicht alles kaputt machen. Ja, könnte repräsentabler aussehen. Vor allem für euch, ihr seht gar nichts. Zwei Händen wäre mir das logischerweise etwas besser gelungen, aber es kommt ja auf den Geschmack an. Deswegen jetzt noch ein bisschen Sesam und Algen drauf. Und ein klein bisschen Salz für das Ei. Aber eigentlich ist das salzig genug und ja, dann bin ich eigentlich fertig. Milch ist natürlich was für Weicheier, deswegen noch einen heißen Eistee. Und das lasse ich mir jetzt schmecken. Das war der ein einziger Dish, ein Topf, Lifehack, Samyang. Guten Appetit!